So, liebe Leute, wir wollen uns heute nochmal mit der Aussichtsplattform bei den Steinböcken beschäftigen. Der Anschluss in den Berg ist noch nicht so optimal und Stützen fehlen auch noch. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach an und gucken mal, ob danach noch Zeit für irgendwas anderes bleibt. Da kam eine Idee von euch, und zwar die Dächer hier nach hinten verlängern. Damit fangen wir einfach mal an und gucken, wie das Ganze ausschaut. Und zudem soll hier der ganze Bereich noch ein bisschen offener werden und nicht so gedrungen wirken. Also einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Probier mal diese paar Dachteile, zieh die jetzt mal nach hinten. Und dann sieht das schon mal auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Auf den zweiten Blick müssen wir noch was machen. Hier hinten der Teil gefällt mir jetzt natürlich nicht. Hier überschneiden sich jetzt die Glas- und die Metallteile. Wir nehmen einfach mal alles raus, was wir nicht mehr brauchen. Oder was wir noch anders machen müssen. Kommt jetzt dieses Glasteil auch weg. Und das hier. Und wir machen hier unten den Bereich jetzt auch ein bisschen offener. Und nehmen diese Metalltunnel mal weg, ne? So. Guck mal, nicht schlecht. Guck mal, hier ist ein Spalt. Oh, oh, oh. Hier ist Flucht angesagt. Wir müssen klären, warum. Wahrscheinlich können die Tiere jetzt hier hinten lang auf diesen Weg. Ich glaube, das ist das Problem. Wo haben wir denn mal jemanden? Also aufs Dach können sie, das war ja auch die Frage. Ja, wie ich gedacht habe, hier hinten können sie raus. Das kriegen wir aber, glaube ich, ganz gut im Shift. Indem wir mal an den Wegen kurz arbeiten. Wir nehmen mal die Strandbretter. Weg mit Geländer. Abflachen. Und wir probieren mal, ob wir hier irgendwie um die Ecke kommen. Exakt so. Hier machen wir das auch mal. So. Und vielleicht reicht das schon. Könnte aber auch sein, dass es nicht reicht. Ja. Also für jetzt ist es gut, aber es könnte sein, dass die Jungtiere hier noch rauskommen. Wenn dem so ist, müssen wir dann noch irgendwie mit Steinen was blockieren. Ich würde jetzt gerne den hier einfach wegnehmen. Und dann sieht das doch insgesamt sehr viel offener aus. Passt auf, jetzt kommt der hier noch weg. Braucht auch keiner mehr. Oh, hier. Geht's ja richtig ab, ist ja richtig was los. Flüchtende Tiere, Verpaarungen. Erfolgreiche Verpaarungen. Juli, Jahr 58. 12 Monate. Super. Okay, also Dach. Fang mal an, bevor ich irgendwas mache, mit diesem Spalt. Ich höre schon wieder rennende Leute. Also das Thema ist noch nicht ganz durch. Oder sie rannten noch immer, das weiß ich jetzt nicht. Wie weit kommen wir runter? Jawohl, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir das doch an allen Ecken und Enden hier nochmal. Die sitzen ja auch so ein bisschen höher. So ist das besser, ne? Jawohl. Okay, und jetzt haben wir hier diese Ecken, die müssten wir füllen. Und da gibt es, glaube ich, so invertierte Ecken. Ich würde fast sagen, wir nehmen die aus Glas. Nicht Eigenschaft, wir nehmen Material. Glas. Und checken mal die invertierten. Jawohl, da haben wir sie. 1 Meter wird es nicht sein. Ich glaube, das ist die 2-Meter-Variante. So. Einmal hier. Einmal da. Darf noch ein Stückchen hoch.
Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Also, Gebäude geht jetzt nach hinten in die Wand. Die können wir nochmal ein bisschen schöner machen hier. Ist jetzt so ein bisschen, ja, unrund, sage ich mal. Ah ja, da ist das Problem. Hier passt es einigermaßen. Gehen wir noch ein Stückchen hoch. Und machen gerade mal hier so diese kantigen Ecken ein bisschen rund. Wenn wir schon hier sind. Nur so ein bisschen. Den Weg müssen wir insgesamt noch schön machen. So. Okay. Sieht es schon mal besser aus. Und da haben wir schon das erste Tier auf dem Dach. Gut, mega. Finde ich schön, dann können die Leute auch mal nach oben gucken. Okay, Ausbruchgefahr aktuell nicht mehr gegeben. Hier ist jetzt aber irgendwie gerade tierisch was los. Luchse gestresst, okay. Ist jetzt kein Notfall, würde ich sagen. Wenn wir jetzt schon hier sind, würde ich mich gerne kurz um diese Toilette kümmern. Mir gefällt nämlich dieser Eingang so nicht. Der muss weg und den... Ja, mhm. Der Eingang muss weg. Die Wand muss weg. Das wollte ich sagen und ich erwische immer wieder die Toilette. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Da haben wir es. Okay. Ja gut, die Toilette könnten wir wirklich tauschen gegen eine farblich andere Variante. Dann machen wir das doch. So. Und wählen hier mal so diese hellen Grautöne einfach aus. Der Boden wirkt weiterhin blau, aber es ist besser. Dann kommt jetzt noch so eine Metallwand davor, so ein Rahmen. Ist natürlich nicht aus Glas. Also entweder machen wir mit denen was und das tun wir nicht. Das hat sich gerade erledigt. Naja, ne? Deckt es nicht über, sieht aber irgendwie doch besser aus. Toiletten sind echt immer so ein Thema, ne? Mal gucken, wie das wirkt, wenn wir hier noch was davor machen. Das macht es zu dunkel. Teile reflektieren ja die Farben. Wo kein Licht ist, wird es halt dunkel. Aber auf der anderen Seite sieht es ein bisschen besser aus. Dann würde ich einfach das hier an der Stelle einmal so machen. Hier drüben auch. In der Mitte lassen wir die Kacheln einfach. Und guck mal, ob das oben auch geht. Ja, geht. Und mehr würde ich jetzt hier gar nicht machen. Sonst wird das einfach zu dunkel, ne? Okay, hat sich dann doch ganz gut verändert. Hier. Brillendreher hatte Nachwuchs. Ich werde schon wieder nervös, wenn ich Nachwuchs lese. Hier machen wir noch ein bisschen runder. Oh, ah, nicht automalen.
So, das war eins zu viel. Übernehmen wäre es gewesen. Ja, und hier auf der Seite machen wir das auch. Ein kleines bisschen zumindest. Okay. Dann haben wir den Übergang doch ein bisschen anders. Auf jeden Fall ein bisschen besser. Hier, das machen wir noch gerade. Auch nicht so richtig funktioniert. Was war noch für eine Meldung? Ah, bei den Luchsen. Da müssen wir rein. Nicht, dass es hier Verletzte gibt. Weiß jetzt natürlich nicht, wer da gerade kämpft. Gucken wir mal. Da ist auch schon wieder viel zu voll. 4 Stück sind drin. Müssen wir uns mal auf ein Pärchen einigen. So. Der ist nicht so groß, das ist schade. Aber hier ist zumindest schon mal kein rotes Gen dabei, ne? Also dann würde ich sagen, nehmen wir den alten raus. Eine Kiste. Und wir machen das Ganze nochmal, gucken nochmal nach den Weibchen. Da haben wir sie. Hat schon mal hier ein rotes Gen dabei und du noch mehr, was nicht so toll ist. Nehmen wir dich raus und haben wahrscheinlich jetzt ein Problem mit der Inzucht. Das checken wir gerade nochmal. Ja, das ist jetzt natürlich ein Inzuchtpärchen. Okay. Heute wollen wir bauen. Das klären wir beim nächsten Mal. Oder ich kläre das mal im Off. Hier fehlen nämlich noch die Stützen. Das wäre jetzt auch ein wichtiges Thema. Da gucken wir doch jetzt einfach mal, was wir hier so im Europapaket drin haben, was wir nutzen könnten. Holzverkleidungen für den Brückenbogen, die helfen mir nicht. Brückenstütze, oh. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Und? So, das ist die finale Position. Jetzt bin ich gespannt. Eins. Nur eins? Auch gut. Zia, hallo. Gold, wunderbar. Genetisch, sehr schön. Herzlich willkommen im Zoo. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Okay. Wir waren bei den Stützen. Haben wir schon Brückenstützen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit denen irgendwas machen können. Wie das Ganze so ausschaut. Ob wir die hier irgendwo rantackern können. In die Baugruppe, das ist schon mal gut. Das ist natürlich ein ganz schöner Klotz. Aber wir probieren es einfach mal. Gehen hier mal so ein bisschen mittig, das ist okay. Ein Stückchen nach hinten. Fahren das Ding einfach mal runter. So, schließen sie auch direkt bündig an. Machen noch eins drunter. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Obwohl Stein jetzt noch ein weiteres Material hier ist. Aber eigentlich geht's doch, oder? Ein Stückchen noch nach hinten. Natürlich kann ich hier wieder nichts gerade ziehen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So passt es aber. Und dann
einmal noch hier rüber. Jetzt kommen wir natürlich irgendwie in Probleme mit dem Wasser. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Ja, geht aber noch, ne? Geht gerade so noch. Aber vielleicht müssen wir alle drei ein Stück nach hinten. Das wäre noch ein Ding. Sind ein kleines Stück zu weit vorne. Vielleicht so bis an die Kante ran. Ja. Und ich würde fast sagen, das reicht. Mehr muss das gar nicht haben. Sieht auf jeden Fall seriös aus, als würden diese Pfeiler das schon stützen können. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier oben noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben ja noch keine Bildungseinrichtungen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Erhaltungsinfotafeln. Die hätte ich jetzt auch gern mal hier. So ein bisschen, damit es noch einen Mehrwert hat, hier hochzukommen. Und zwar schön an diese Wände. Hier an die Seite. Klappen wir mal hoch. Nicht ganz so weit. Müssten es doch nochmal drehen. So. Und mittig, oder? Mittig ist gut. Ein Stückchen runter. Passt auch. Und dann haben wir das hoffentlich schön integriert. Oh ja, super. Das ist doch auch mal schön, wenn das mal in der Wand drin ist und nicht einfach so lose im Raum rumsteht. Dann fangen wir einfach heute mal unten an. Traditionelle Medizin. Hier gibt es nochmal Nachwuchs. Sieht man der auch an, dass sie schwanger ist, oder? Hat ein bisschen dicken Bauch. So. Eins und vielleicht heute mehr. Nein. Nikolin. Oh, sehr schön. Das gefällt mir gut. Müssen wir nur bald mal gucken wegen Inzucht hier. Männchen, mega gut. Das ist doch schön. Ja, also Inzucht, ich würde sagen, das Thema gucken wir uns einfach mal in Ruhe beim nächsten Mal an. Da haben wir doch einiges hier im Zoo, wo wir nachkorrigieren müssen. Barriere ist jetzt noch ein Thema. Ich glaube, dafür ist mir heute die Zeit ein bisschen knapp. Ich würde sagen, wir machen hier oben einfach noch mit ein bisschen Deko weiter. Oder wir machen schon mal die Bildungseinrichtung, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Die Infolautsprecher wären jetzt mal so ein Thema. Ich setze die jetzt einfach mal hier oben aufs Dach. Das sollte eigentlich ausreichend sein. So, da darf es sich überschneiden, weil da laufen keine Leute. Ja, das ist vollkommen okay. Nur hier ist das nicht so toll. Da haben wir doch so drei Bereiche, wo es sich überschneidet. Dann gehen wir doch mal runter. Auf 8 Meter. Ja, und da haben wir es bei den Luchsen schon, ne? Hoffentlich noch nicht zu spät. Checken wir nochmal. Waren wir rechtzeitig? Ja, waren wir. Das ist schon mal gut. Richtung. Da sind wir zu Hause. Okay. Okay, jetzt bringen die Dinger auf dem Dach halt wirklich wenig. Ich sehe schon.
Dann ziehen wir sie doch runter. Auf dem Dach brauchen sie leider dann doch. Moment. So. Da brauchen sie einfach einen größeren Radius, damit sie nach unten entsprechend beschallen. Machen wir so. Hinten die, wo sind jetzt wo? Die hängen da auch irgendwo auf dem Weg. Ja, das passt jetzt, ne? Und dann haben wir doch hier unten auch relativ viel Beschallt. Und hier, wo keine Beschallung ist. Oh, nee, ich bin noch nicht zufrieden. Das habe ich mir hier ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ziehen wir dich hier rüber. Und wieder, was ist denn da los? Was ist denn das heute für eine Party? Und? Noch jemand? Bleibst du hier? Oh, da gibt's noch jemanden. Da kommt noch ein zweiter. Nee. Ach, schade. Nur lange liegen geblieben, die Gute. Noch ein Böckchen. Hat halt jetzt mal ein oranges Gen. Okay. Du wirst dich nicht verpaaren. Das werden wir schon irgendwie da kriegen. So, wir checken jetzt noch einmal hier die Situation mit den Lautsprechern. So. Das hier machen wir auch nochmal besser. Das schneidet sich nicht. Alles klar. Und ein letzter. So, besser wird's nicht, ne? Und hier, das ist der Anstellbereich, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt einen haben. Oder wir gucken mal, ob wir noch einen kleinen hinbekommen. So, jetzt haben wir es, oder? Das ist jetzt aber auch mehr als genug. Und dann würde ich sagen, hängen wir noch die Monitore auf. Das machen wir heute mal anders. Ich würde fast sagen, und denn da Fernsehbildschirme. Ui, das wird zu groß. 4x4, 2x2. Was kriegen wir denn da? Oh, wie heißen die Dinger denn jetzt auf Englisch? Oha.
James Bock? Nö. Was ist das denn? Oh. Brazil, oh Gottes Willen. Englisch, Tiro auf Englisch. Das ist nicht meine Stärke, merke ich gerade. Gehen wir mal weiter nach dem Ausschlussprinzip vor. Das ist ein Moose. Oh, okay. Antilope ist es natürlich auch nicht. Meister kann man ausschließen. Springbock ist es auch nicht. Sonnenbär nicht, natürlich nicht. Oh je, also ich habe es jetzt echt nicht im Blick. Jetzt kommen wir noch mal einmal ganz kurz ein Stück hoch. Guck nochmal, ob ich da irgendwas am Anfang übersehen habe. Alpin Ibex. Ja, bitte. Haben wir doch tatsächlich übersehen. Okay. Dann machen wir das nochmal hier. Und kopieren uns das Ding jetzt noch ein paar Mal. Ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber kann man schon machen, ne? So, dann machen wir noch ein bisschen Schrift hin. Hießen die Dinger, die hießen die, die hießen doch Buchstaben, oder nicht? Ne, die hießen Schrift. Und sind auch nicht im Europa-Paket. So. Gucken wir mal, ob das dahin passt. Ganz nett, das scheint tatsächlich hinzugehen. Wunderbar. Hier einfach noch mal hin. Oh, das hatte ich jetzt gar nicht an der Wand. Das sah eben nur so aus, okay. Jetzt ist die Frage, ob ich die Monitore doch noch mal rüberhole. Die Leute sollen hier komplett beschallt werden, ne? Überall, wo sie gehen und stehen, sollen sie ihre Infos bekommen. Ich übertreibe das jetzt mal voll.
Und da haben wir noch was vergessen. Okay, ich sehe es schon. Da sind wir zu Hause. Und auf der anderen Seite hatten wir unten die traditionelle Medizin. Hier nehmen wir die Ozonschicht rein. Okay. Dann würde mich jetzt mal fast interessieren, ob wir hier insgesamt noch einen ganz großen Fernseher hingehängt bekommen. Das checken wir mal. Gehege-Infotafel. Das ist nur die kleine. Hier haben wir die 4x4 beleuchtet. Ist hier noch ein größer? Fernsehbildschirm 4 Meter. 8 Meter Projektionsbildschirm hier. Das ist doch exakt das, was ich wollte. Sind die Brandvideos? Wo sind wir hier? Irgendwo muss das Ding doch kommen. Jawohl. Vielleicht ein Stückchen runter. Ganz so weit. So, dann kann man es von überall da vorne sehen. Da kriegen die Leute richtig Info auf die Ohren gedrückt und auf die Augen. Dann haben wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weitere Bildungseinrichtungen hier im Außenbereich. Wir haben noch die Barriere übrig. Noch genug zu tun. Hier können wir natürlich innen noch ein bisschen dekorieren im Gehege. Da war jetzt die Frage noch nach einem Bergsee. Ist eine gute Idee gewesen von der Lisa. Ich denke, die passt hier vielleicht vom Platz her nicht so richtig rein. Wir werden es aber bei einem der nächsten Gehege berücksichtigen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Vielleicht werden wir fertig, vielleicht brauchen wir noch 2 Folgen. Ich bin gespannt. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn auch das, was ich hinten gebastelt habe, tatsächlich eine Verbesserung ist im Vergleich zum Zustand vorher. Lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach nochmal Ideen und eure Meinung in die Kommentare und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, vielen Dank, euer Matze.